Erstes Kapitel. Der Anfang eines Jahrhunderts. Im Verlauf der letzten 30 Jahre des 19. Jahrhunderts lebte die Welt in Frieden. Obwohl er eher dürftig und unbeständig war, herrschte doch immerhin Frieden. Die Konflikte wurden schnell gelöst und es gab keine Auseinandersetzungen, die länger als 2 Jahre dauerten oder die wirtschaftliche und politische Entwicklung durcheinanderbrachten. Trotz alledem war vorauszusehen, dass zu einem Zeitpunkt in der Geschichte, in dem die Wirtschaft Grundlage für alle internationalen Beziehungen war, der Wirtschaft eine bevorstehende Instabilität entgegenwirken würde. Hinzu kamen die Spannungen in den Kolonien sowie ein noch nicht dagewesenes politisches, militärisches System, der bewaffnete Frieden. In diesem Klima nahmen die Rivalitäten und das Misstrauen dermaßen zu, dass 1898, als Nikolaus II. Zur Abrüstung aufrief, Deutschland behauptete, es würde sich um eine Falle der Russen handeln. Der Ultranationalismus trug stark zum europäischen Ungleichgewicht Ende des 19. Jahrhunderts bei. Russland sprach vom Panslawismus und davon, zur Russifizierung Polens überzuschreiten. Und Deutschland vom Pangermanismus und davon, die Lorelei zu germanisieren, ein Gebiet unter französischer Herrschaft, das 1871 teilweise an Deutschland abgetreten wurde und Ursache für zukünftige Auseinandersetzungen war. In Italien sprach man von einem neuen Begriff, dem Irredentismus. Die Balkanstaaten ihrerseits versuchten, sich zu organisieren. Die Aufblähung des Nationalbewusstseins verschärfte die Probleme des 20. Jahrhunderts. Die gegen die Slawen gerichtete Politik, die Österreich-Ungarn in Böhmen trieb, führte dazu, dass es in Mitteleuropa zu funken begann und schon bald der Nationalstolz und der Chauvinismus spürbar waren. Auch die Presse trug dazu bei, die Gemüter zu erhitzen. Außerdem führten die Bestrebungen, neue Absatzgebiete zu erschließen, ein Merkmal des Wirtschaftsimperialismus zu Unruhen. Und Ende des 19. Jahrhunderts hatten alle dasselbe Ziel, ihre Produkte abzusetzen und sich Zugang zu den Rohstoffen der Dritten Welt zu verschaffen. Die westliche Politik fühlte sich der restlichen Welt überlegen. Es bestand ein maßloses Interesse daran, neue Gebiete zu kontrollieren und sie zu beherrschen. Wirtschaftliche und Handelsinteressen brachten es damals mit sich, dass Europa neben Afrika oder Asien als der kleine Nachbar angesehen wurde. Die Eröffnung des Suezkanals und die Entdeckungen in Afrika veranlassten Großbritannien im Jahre 1882 dazu, nach einer Reihe von grausam geplanten Zwischenfällen Alexandria und Kairo einzunehmen und Ägypten der britischen Staatshoheit zu unterstellen, die 1885 auf den Sudan erweitert wurde. Nigeria wurde zu einer britischen Kolonie und etwas später gehörten auch Uganda, die Küste von Sansibar, das Kap und die Länder des mittleren Sambesi-Deltas bis zum Tanganyika-See zum britischen Kolonialreich. Die reichsten Länder wurden von Großbritannien kontrolliert. Sie reichten von Ägypten bis Südafrika entlang eines Streifens, der nur vom belgischen Kongo und den vom Deutschen Reich beherrschten Kolonien in Ostafrika unterbrochen wurde. 1881 erhoben sich in Transvaal die Buren gegen die Briten. Der Premierminister William E. Gladstone gab den Aufständischen ihre Unabhängigkeit zurück. Die Kolonien waren ein äußeres Zeichen für Macht. Aufgrund der dritten französischen Revolution mit Politikern wie Jules Ferry wurde Frankreich ab 1880 zu einer Kolonialmacht. 1885 wurde die Besetzung Indochinas mit der Einnahme von Tonkin vollzogen. Die Kolonie wurde nach der Annexion von Burma 1888 durch die Einnahme des Staatsgebiets von Laos erweitert.
Jules Ferry, französischer Außenminister, sprach 1885 im Abgeordnetenhaus folgende Worte. Meine Herren, eine Kolonie ist ein Absatzgebiet. Ab 1881 standen auf dem afrikanischen Kontinent Algerien und Tunesien unter französischer Schutzherrschaft. Nach der Eroberung der Wüste erweiterte Frankreich seine Herrschaft und kontrollierte Senegal, den Westsudan 1894 und Madagaskar. 1882 wurde das Königreich Dahomey im Golf von Guinea besiegt und auch Gabun und der Tschad wurden Teil des französischen Kolonialreichs sowie ein Großteil Marokkos, Mauretanien und Gebiete aus Zentralafrika und an der Atlantikküste. Portugal kam auf seine Kosten. Dank des traditionellen Bündnisses mit Großbritannien konnten die Portugiesen Angola, Mosambik und einige an Gambia gelegene Gebiete in Guinea für sich beanspruchen. Obwohl Deutschland erst spät zur Verteilung der Kolonien hinzukam, wies es ein großes Kolonialreich auf. Italien begnügte sich mit der Wüste Libyens und dem weit entfernt gelegenen Somalia, während Spanien Rechte über den 10. Teil von Marokko anerkannt wurden, Gebiete der Sahara und Teile des Dschungels in Guinea. Im Jahr 1897, als die Königin Victoria ihr 60. Jubiläum als Thronfolgerin feierte, wurde Indien von der Pest heimgesucht. Englische Kolonisierung unterschied sich von der der anderen Länder durch ihre Raubgier und ihren Rassismus. Niemand wollte bei der Verteilung zu kurz kommen. 1893 nahmen die Vereinigten Staaten die Hawaii-Inseln ein. Im selben Jahr bat Großbritannien die Vereinigten Staaten im Guyana-Konflikt mit Venezuela zu vermitteln. Doch Cleveland rief der Königin Victoria lediglich die Monroe-Doktrin in Erinnerung. Amerika für die Amerikaner, was so viel bedeuten sollte wie Amerika gehört uns. 1871 ging der Deutsch-Französische Krieg zu Ende. Ein Konflikt, der mit dem Ausruf der Republik Frankreich und dem Deutschen Reich mit Reichskanzler Bismarck die politische Grundlage für das 20. Jahrhundert schuf. Um das Gleichgewicht zu erhalten, wurde ein geheimes Bündnissystem geschaffen, das dazu führte, dass verschiedene Blöcke entstanden. Es handelte sich um das Bündnissystem von Bismarck, das bis 1891 in Kraft war. Das Ziel des Eisernen Reichskanzlers war es, Elsass-Lothringen dem Deutschen Reich einzuverleiben und gleichzeitig Frankreich zu isolieren. Dazu schlossen Wilhelm I. des Deutschen Reichs, Alexander II. Aus Russland, der am 13. März 1881 bei einem Attentat starb, und Franz Josef I. von Österreich-Ungarn, den Dreikaiserbund. Der Generationenwechsel am Ende des Jahrhunderts verstärkte die Meinungsverschiedenheiten und verschärfte die Probleme. 1890 stieg Bismarck aus der Politik aus und mit ihm all jene, die zur Einheit des Deutschen Reiches beigetragen hatten. Und unter Wilhelm II. Kam eine neue, ehrgeizige Generation an die Macht, die die Vormachtstellung des Deutschen Reiches zum Ziel hatte. Die internationale Situation war dermaßen gespannt, dass ein kleiner Funke ausgereicht hätte, einen Großbrand auszulösen. Ende des Jahrhunderts kam es zu einer Reihe kleinerer Kriege. Nach einem Volksaufstand in Korea brach im Orient der chinesisch-japanische Krieg aus, weil der koreanische Souverän China und Japan um Hilfe ersuchte. Japan entsandte im Juli 1894 Truppen, doch anstatt dem koreanischen Souverän zu helfen, wurde er von den Japanern gestürzt und sein Nachfolger dazu gezwungen, China den Krieg zu erklären. In Pyongyang besiegten die Japaner die Chinesen. Das von seinen westlichen Alliierten unterstützte Russland zwang Japan dazu, Port Arthur zu verlassen, was im Jahre 1900 zur russischen Besetzung der Mandschurei führte. Auch kleine Kriege sind Gewalt. Während die Italiener darauf bestanden, das von Kaiser Menelik verteidigte Äthiopien zu erobern, brach auf der Insel Kreta fast ein Konflikt von unabsehbarer Tragweite aus, als im Februar 1897 Georg I. von Griechenland die antitürkische Revolte unterstützte. Im selben Jahr wurde in Spanien der Regierungspräsident Antonio Cánovas ermordet. Der Krieg mit den Vereinigten Staaten setzte einen Schlussstrich unter das vertrauensselige Leben der Restauration. Das Jahrhundert endete mit der Ermordung des italienischen Königs Umberto I. und der Entthronung von Victor Emmanuel III. Die Zeit von Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts waren entscheidende Jahre.
In jeder Zeitspanne veränderte sich die Welt und das Wort Fortschritt war in aller Munde. Ein Wort, das alles zusammenfasste. Die Eisenbahn erfuhr einen außerordentlichen Aufstieg. Auf der ganzen Welt wurden 500.000 Kilometer Schienen verlegt, was die Wirtschaft ankurbelte und den Handel der Schwellenländer wie Kanada antrieb, dessen Canadian Pacific 1876 den Atlantik mit dem Pazifik verband. Russland baute 1891 die Transsibirische Eisenbahn, die eine Wegstrecke von 7.500 Kilometer zurücklegte. Zum Exportweg auf der Schiene für Fertigwaren und Handelsgüter kam die Dampfschifffahrt. Das ließ um 1898 herum die Transportkosten um die Hälfte sinken. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Landwirtschaft gestärkt. Die Bodenpreise waren auf einen Tiefpunkt gesunken und die landwirtschaftlichen Erzeugnisse gelangten schnell und unter günstigen Bedingungen in die verschiedenen Absatzgebiete. Man erfand die Erntemaschine und 1889 begann der Bau von Traktoren mit Benzinmotoren. Landwirtschaftliche Handelsplätze in Amerika, die riesige Produktion Russlands, das mit seinem Weizen die ersten Maschinen kaufte und die Fabriken einrichtete, die indische Initiative, ihren Getreideanbau zu vereinheitlichen, australische Wolle, die hohe Fleischproduktion der Südspitze des amerikanischen Kontinents, die ab 1875 durch die von Daniel Holden entwickelten Kühlschlachthöfe gefördert wurde. Der Agrarboom der aufsteigenden Welt nahm ein großes Ausmaß an und hatte für Europa nachteilige Folgen. 1890 deckte Großbritannien seinen Bedarf an Weizen durch eigene Produktion. Doch bereits 1900 wurde 60% Getreide importiert. Eine ganz ähnliche Situation ergab sich in Deutschland und anderen Ländern Europas. Um die Geschichte des 20. Jahrhunderts verstehen zu können, muss man wissen, dass Deutschland zur stärksten Industriemacht Europas heranwuchs und die Kohleproduktion verglichen mit der von Großbritannien doppelt so groß war. Die Eisen- und Stahlproduktion war sogar 5-mal größer. Deutschland war der Motor Europas. Aber auch Frankreich brachte seine Industriemaschinen auf Touren. Das Wachstum der Eisenbahn, wofür Unmengen von Gusseisen und Stahl bereitgestellt werden mussten, zog den Aufschwung der Eisenindustrie nach sich. Wenn Ende 1890 die Weltproduktion bei 27 Millionen Tonnen lag, war sie 1899 doppelt so groß. Dasselbe geschah in der Stahlproduktion und führte um 1890 zur zweiten industriellen Revolution. Es entstanden neue Industriezweige, die sich auf die Anwendung von Verbrennungsmotoren, die Elektrizität und die Chemie stützten. Nichts würde mehr sein, wie es früher einmal war. Es kam zu einer neuen Form der Kolonisierung, der industriellen und der wirtschaftlichen. Eine neuartige Geldwirtschaft führte den Kredit ein. Die großen Finanzinstitute brachten die Depositenbanken in Mode und die Großunternehmen gewöhnten sich daran, Bankiers zur Beratung heranzuziehen. Ab 1895 veränderte sich die Weltwirtschaft. Die Glanzzeit des Wirtschaftslebens brauchte eine politische Struktur, die den Frieden förderte. Auf Initiative des Zaren Nikolaus II. Wurde 1899 die erste Haager Friedenskonferenz abgehalten. Amerikaner, Europäer und asiatische Großmächte trafen ein Abkommen zur friedlichen Erledigung von Streitfällen. Alle anwesenden Staaten unterzeichneten. Die politische Struktur Ende des 19. Jahrhunderts war die Grundlage derjenigen des 20. Jahrhunderts. Die Veränderungen im Leben der Menschen waren den großen Erfindungen zuzuschreiben. Die Technik begann das Schicksal des Menschen und dessen Verbraucherverhalten zu bestimmen, befriedigte herkömmliche Bedürfnisse und schuf gleichzeitig neu. Das System der Ratenzahlung erleichterte für alle den Zugang zu den Produkten und die Gesellschaft begann, die Klassenunterschiede zu überwinden. Die Menschen neigten dazu, sich nach dem Diktat der Werbung zu kleiden und jeder konsumierte dieselben Produkte. Genies wie Edison und Marconi erfanden nützliche Dinge. Heinrich Hertz' Entdeckung der Hertzschen Wellen im Jahre 1887 revolutionierte das Nachrichtenwesen. Hermann Hollerit legte 1880 mit seinem Lochkartenverfahren den Grundstein der Informatik. Die erste elektrische Glühbirne brannte 1879. 2 Jahre später baute Edison, der Erfinder der Kohlenfadenglühlampe, ein Elektrizitätswerk an der Pearl Street, die erste künstlich beleuchtete Straße der Geschichte. Und 10 Jahre danach gründete er die General Electric Company. 1876 führte Alexander Graham Bell die ersten Telefonapparate auf der Ausstellung in Philadelphia vor. Eine Erfindung, welche die Welt revolutionieren sollte.
1878 wurde die erste Telefonzentrale in New Haven, Connecticut, gebaut. Ein Jahr später kam das Telefon auch nach Europa. Es entwickelte sich nur langsam und wurde eher zögernd akzeptiert. 1885 gab es weltweit nur 70.000 Teilnehmer. 1873 wurde die Schreibmaschine erfunden und von diesem Zeitpunkt an verging kein Jahr mehr, ohne dass irgendeine technische oder wissenschaftliche Entdeckung gemacht wurde. Das U-Boot, der Lichtdruck, die Stereophonie, das Automobil, der Zeppelin, der Füllfederhalter, das Motorrad, der Luftreifen, das Kino, das Radio, der Telex. Ein Fluss genialer Erfindungen veränderte den Lebensstil des Menschen. Der Physiker Becquerel beobachtete 1896, dass Uran in Zusammenhang mit Photoplatten eine aktive Strahlung abgibt, die Radioaktivität. Louis Pasteur bewies die Mikroorganismen als Urheber von Krankheiten und Robert Koch isolierte den Tuberkelbacillus. 1896 nahm die Sportwelt auf Initiative von Pierre de Freddy und Pierre Baron de Coubertin eine uralte Tradition der Antike wieder auf, die Olympischen Spiele. Die erste moderne Olympiade wurde in Athen ausgetragen, an der 285 Sportler und 13 Staaten teilnahmen. In den Vereinigten Staaten kam Baseball als Nationalsport auf und erfuhr einen einzigartigen Aufschwung. Die Damen wurden auf das Tennis aufmerksam. 1884 gewann Maud Weston ihre erste Tennismeisterschaft in Wimbledon. Im Boxen kam es an einem Aprilnachmittag in New Orleans im Jahre 1893 zu einem einzigartigen Zweikampf zwischen Andy Bowen und Jack Burke. Der Boxkampf dauerte ganze 7 Stunden lang, wobei die Boxer ein böses Ende nahmen. Doch die absolute Sensation war das Kino. Obwohl Thomas Alva Edison als erster einen Film druckte, war es Louis Lumière, der die ersten öffentlich zugänglichen Filmvorführungen realisierte, dank eines Geräts, das Kinematograph genannt und mit einer Kurbel betätigt wurde und 16 Bilder pro Sekunde zeigte. Der Erfolg war gewaltig. Am 28. Dezember 1894 kamen 33 Kinobesucher vor den Eingang des Grand Cafés, um der ersten Filmprojektion beizuwohnen. Die Kinofilme waren zunächst lediglich naive Darstellungen von 3-minütiger Dauer. Streitende Kinder, Feierabend, der Arbeiter der Fabrik Lumière, die Einfahrt eines Zuges in den Bahnhof. Unwichtig war der Gegenstand des Films. Es kam darauf an, die Aktivitäten des Menschen zu verewigen und sein Leben festzuhalten. Der junge Georges Méliès, beeindruckt von der ersten Vorführung der Brüder Lumière, bat die beiden vergeblich darum, ihm einen der Kinematographen zu verkaufen. Von jedem Zeitpunkt an konzentrierte er seine ganzen Bemühungen darauf, sich eine eigene Ausrüstung anzuschaffen, mit der er außerordentliche Filme wie beispielsweise Die Reise zum Mond und Die Träume eines Astrologen drehte. Die Malerei näherte sich der Gesellschaft. Claude Monet, Pionier des Impressionismus, reiste und malte Landschaftsbilder. Degas stellte Pferderennen und Balletttänzerinnen dar und Renoir verstand sich darauf, vergängliche und vibrierende Eindrücke flüchtiger Momente festzuhalten. Dem Impressionismus folgte der Neo-Impressionismus mit Seurat Signac, dem niederländischen Maler van Gogh, der im Irrenhaus von Arles seinem Licht- und Farbedelirium erlag, und Toulouse-Lautrec. Es waren Sternstunden, in denen Impressionisten und Symbolisten wie Cézanne und Gauguin koexistierten. 1889 errichtete Gustave Eiffel in Paris seinen Turm. Eine Eisenstruktur, die aus 18.000 zusammengesetzten Teilstücken bestand, die von 1 Million Nieten zusammengehalten wurden, insgesamt 10.000 Tonnen wog und 312 Meter hoch in den Pariser Himmel ragte. Die Architektur expandierte ab 1892 dank neuer Materialien wie dem Stahlbeton, der sich sehr in Brandfällen bewährte. Die 1888 von der Königin Maria Christina eröffnete Weltausstellung in Barcelona offenbarte der Welt die Stärke und Vitalität Spaniens. Ein Jahr darauf fand die Weltausstellung in Paris statt. Nordamerika befand sich im Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einer Aufbauphase. Zwischen 1870 und dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurden 15 neue Staaten gegründet. Die Bevölkerungszahl stieg in weniger als 30 Jahren auf 75 Millionen Menschen an. Der Schlüssel der Industrialisierung war der Binnenmarkt, der durch die eintreffenden Einwanderer anwuchs. Es war ein Markt ohne Grenzen und Hindernisse, durch Zölle und fast ohne Steuerlast. Die Landwirte und Viehzüchter des Westens schlossen sich der Demokratischen Partei an, die vor allem für die Handelsfreiheit eintrat. Es entstanden Gewerkschaften.
Grover Cleveland, dessen letzte Amtsperiode 1897 zu Ende ging, trat aus einer Partei aus. Der große amerikanische Kapitalismus stand kurz bevor. Die Südstaaten wurden zu einer bedeutenden Textilmacht. Im Gebiet der großen Seen wuchs die Konservenindustrie und die Entdeckung von Erdöl löste ein neues Goldfieber aus. Die neuen Anführer der Bürgerbewegung, die aus bescheidenen Verhältnissen stammten, würdigten die Arbeit mehr als den Arbeiter. John Rockefeller errichtete die erste Erdölraffinerie der Vereinigten Staaten und gründete die Standard Oil Company. Andrew Carnegie wurde zum Stahlkönig und Pierpont Morgan zum Finanzking. Doch niemandem gelang es, das Land vor dem Rassismus zu bewahren. 1882 wurde die Einwanderung der armen farbigen Leute eingeschränkt, die oft mit Kranken und Kriminellen verglichen wurden. Nach der Krise, die sich nach der Unabhängigkeit einstellte, nahm ab 1880 die Stabilität in Südamerika stetig zu. Eine neue Denkweise, die auf dem Abbau von Ressourcen und dem Export basierte, ermöglichte den Fortschritt. In einigen Ländern Südamerikas herrschte zwar ein demokratisches System, doch stand die Bevölkerung unter der Machtherrschaft von Anführern. Mexiko, Chile, Brasilien und Argentinien waren die fortschrittlichsten Länder. 1882 startete ein Riesenprojekt, das selbst den Bau des Suezkanals übertraf, die Konstruktion des Panamakanals unter der Leitung von Fernando Lesseps. Die soziale Grundlage wurde zwischen 1870 und dem Jahr 1900 geschaffen. Die Arbeiterschaft wurde sich ihrer Stärke bewusst und die Gewerkschaften machten ihren Einfluss geltend. Karl Marx, der 1883 starb, veröffentlichte kurz vor der Wirtschaftskrise Ende des Jahrhunderts sein Buch Das Kapital, dem bereits andere Werke, in denen vor allem Themen wie der Mehrwert, das Gehalt, der Preis etc. behandelt wurden, vorausgegangen waren. Plötzlich war alles kompliziert und schwierig. Auf einmal tauchte in der Politik eine neue Gruppe auf, das Proletariat. Es war sich dessen bewusst, dass seine Stärke Regierungen stürzen und politische Strategien ändern konnte. Auch dem schlauen Detektiven Sherlock Holmes, der 1887 von Conan Doyle erfunden wurde, gelang es nicht, die durch soziale Unruhen hervorgerufene, oftmals schwierige Lage wiederherzustellen. 1877 hatte Leo Tolstoi Anna Karenina veröffentlicht und Gerhard Hauptmann schrieb 1892 Die Weber, ein Drama über den gesellschaftlichen Umsturz, das aufzeigte, dass das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der Massen sei und dass das soziale Durcheinander zunehmen würde. Es kam generell zu Streiks, selbst in den Vereinigten Staaten, wo man den 8-Stunden-Arbeitstag forderte. Die britischen Trade Unions und die Arbeiterschaft von ganz Europa stellten dieselben Forderungen, worauf sich der Sozialismus auf der ganzen Welt verbreitete. Die römisch-katholische Kirche, deren Verschwinden Marx verfocht, wurde der damalig herrschenden Situation gerecht. Leo XIII., der Papst der Arbeiter, stellte in seinen Enzykliken seine soziale Einstellung unter Beweis. Sein Pontifikat endete mit einem nutzlosen Kampf zur Wiedererlangung des durch seinen Vorgänger Pius IX. Verlorenen Kirchenstaats. Andererseits gelang es ihm, die Beziehungen zwischen den modernen Staaten und dem Papsttum wiederherzustellen. Die Währungsstabilität, der Preisrückgang, der Anstieg des Lebensstandards, die Möglichkeit zur Auswanderung und die guten Aussichten der Industrie hatten einen allgemeinen Wohlstand in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts zur Folge, selbst wenn die Glut der Uneinigkeit wegen territorialer Ansprüche, wirtschaftlicher Rivalitäten und der Kämpfe um die Absatzgebiete jederzeit wieder aufzuflammen drohte. Es war jedoch ein scheinbarer Wohlstand. Die Mittelschicht lebte auf Kosten der Unterschicht. Die industrielle Entwicklung begünstigte die Kapitalisten, die Unternehmer und die Aktieninhaber. Ballungszentren führten zu einer Übervölkerung der Vororte. Arbeiter verachteten Arbeitgeber und Söhne aus reichem Hause und träumten von der Revolution. War es das Ende des 19. oder der Anfang des 20. Jahrhunderts? Wie kann man wissen, ob das Leuchten am Horizont vom Morgengrauen stammt oder ob es die letzten Lichter des Abendrots sind? Das neue Jahrhundert begann mit einer Katastrophe. Im April 1906 zerstörte ein schweres Erdbeben San Francisco in Kalifornien und forderte mehr als 1000 Todesopfer. Ein ungutes Vorzeichen für ein Jahrhundert, das eben erst begonnen hat. Die Ängste, die McLuhan aussprach, würden sich als wahr erweisen. Das 19. Jahrhundert stand im Zeichen der Besinnung und des gesunden Menschenverstandes, während
während das 20. Jahrhundert mit einer schrecklichen Tragödie begann und die Menschen sich fortwährenden Auseinandersetzungen stellen müssen.